In dem heutigen Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man die Endlagen bei unseren Industrieroll- und Sektionaltoren einstellen kann. Unsere Industrietore werden serienmäßig mit der CES-310-Steuerung ausgeliefert. Die CES-310-Steuerung ermöglicht zwei Varianten, über die man die Endlagen einstellen kann. Die erste Variante erfolgt direkt über die Steuerungsplatine im Gehäuse. Das bedeutet, es werden keine weiteren Module benötigt. Für die zweite Variante benötigt man einen LCD-Monitor. Ein LCD-Monitor ist immer empfehlenswert, weil man durch die Klartextanzeige die Einstellung viel einfacher vornehmen kann und die Fehler viel einfacher lokalisieren kann. Ganz wichtig ist jedoch darauf zu achten, dass der LCD-Monitor nur eingesteckt werden kann oder sollte bzw. rausgenommen werden sollte, wenn die ganze Anlage in einem spannungsfreien Zustand ist. Und einen ganz großen Vorteil gibt es noch. Wenn man nicht möchte, dass der Endkunde an der Toranlage Einstellungen vornimmt, kann man den Jumper in dem LCD-Monitor rausnehmen, sodass keine Einstellungen mehr geändert werden können. Bevor wir nun die Endlagen einstellen, achten Sie bitte darauf, dass das Tor nicht ganz geöffnet, aber auch nicht ganz geschlossen ist. Bringen Sie also das Tor mit der Notbedienung in Mittelstellung. Die Mittelstellung kann natürlich beliebig gewählt werden. Und dann können wir auch schon starten. Wir beginnen als erstes mit der Einstellung über die Steuerungsplatine. So, unser zu programmierendes Tor befindet sich nun in Mittelposition und Netzspannung liegt an. Sobald die Netzspannung anliegt, benötigt die CES-310-Steuerung ca. 60 Sekunden, bis sie hochgefahren ist und alle Parameter abgefragt wurden, die angeschlossen sind. Kleiner Tipp hier, schließen Sie die Optosensoren vor der Erstinbetriebnahme an, damit die Steuerung den Anschluss erkennt und die richtige Einstellung vornimmt. Die Optosensoren werden auf Klemme X4 angeschlossen, 6, 7 und 8. Auf 6 schließen Sie braun an für Erde. Auf 7 schließen Sie grün an für Wiese, also Rasen. Und auf 8 schließen Sie weiß an für Wolken. Das ist eine kleine Eselsbrücke, um den Anschluss der Optosensoren zu vereinfachen. Wie eben bereits erwähnt, benötigt die Steuerung 60 Sekunden, bis sie hochgefahren ist. In diesen 60 Sekunden blinkt die grüne LED und anschließend blinken die grüne und die rote im Wechsel. Das sehen wir jetzt auch hier an der Steuerung. Sobald es dann auch einmal klickt, ist die Steuerung betriebsbereit und die Endlagen können eingestellt werden. Zunächst einmal drücken Sie bitte P für 5 Sekunden. Und anschließend fahren Sie das Tor nach oben in die gewünschte Position. Haben Sie die gewünschte Position erreicht, drücken Sie P und Plus gleichzeitig, bis es klickt. Sobald Sie es klicken gehört haben, wissen Sie, die Endlage Tor auf wurde gespeichert. Nun ein kleiner Hinweis. Wenn Sie Plus drücken und das Tor fährt beim ersten Anfahren runter statt hoch, dann wissen Sie, liegt ein falsches Drehfeld auf. Sie benötigen für unsere Toranlagen regulär ein rechtes Drehfeld. Natürlich können Sie jedoch über die Steuerung das Drehfeld ändern, indem Sie Plus und Minus gleichzeitig drücken, bis es klickt. Und nun stellen wir die Endlage Tor zu ein. Also fahren wir das Tor mit der Minustaste nach unten. Um die Endlage zu speichern, drücken wir auch hier P und Minus gleichzeitig, bis es klickt. Kleiner Tipp, drücken Sie immer erst P, bevor Sie die Minus- oder Plus-Taste drücken, sonst kann das Tor noch einen kleinen Schub machen und die Endlage ist dann nicht wie gewünscht. Nachdem die Endlagen eingestellt wurden, springt die Steuerung nun automatisch um und das Tor ist betriebsbereit. Und nun nehmen wir die Endlageneinstellung anhand eines LCD-Monitors vor. Auch bei Nutzung des LCD-Monitors benötigt die Steuerung ca. 60 Sekunden, bis sie hochgefahren ist. Die LEDs sind weiterhin sichtbar. Der Unterschied zur regulären Einstellung ist, dass die Steuerung direkt nach den 60 Sekunden in den Justiermodus springt, sodass die Endlagen sofort eingestellt werden können.
Also starten wir direkt mit der Endlage Tor auf. Wir fahren mit Plus nach oben. Ist die gewünschte Position erreicht, drücken wir P und Plus zum Speichern. Speichern oben erscheint und wir wissen, die Position wurde angenommen. Das gleiche machen wir jetzt für die Endlage Tor zu. Um diese gewünschte Position zu speichern, drücken wir P und Minus. Speichern unten. Die Steuerung springt automatisch in die Betriebsarteingabe, sobald beide Endlagen gespeichert wurden. Und nun können wir das Tor über die Steuerung betätigen. Zunächst einmal müssen wir jedoch die Betriebsart wechseln. Durch Drücken der P-Taste gelangen Sie als erstes in die Diagnose. Durch erneutes Drücken kommen Sie nun auf die Betriebsart Automatik. Zunächst muss die Toranlage jedoch eine Lernfahrt machen. Deswegen wird der Begriff Automatik als erstes durch Lernfahrt ersetzt. Und nun fahren wir das Tor durch Drücken der Plus-Taste nach oben. Ist der Kunde mit der Endlage zufrieden, prüfen wir nochmal die Endlage Tor zu. Auch hier sollte der Kunde zufrieden sein. Ist das nicht der Fall, weil beispielsweise ein Spalt unter der Toranlage zu sehen ist, können Sie unter Feineinstellung die Endlagen verbessern. Zur Feineinstellung gelangen Sie über das Menü Eingabe. Somit drücken wir als erstes die P-Taste. Betriebsart Justierung, erneut P drücken, um auf die Betriebsart Eingabe zu kommen. Um in das Menü zu gelangen, drücken Sie Plus und Minus gleichzeitig. Das Menü öffnet die unterschiedlichen Parameter. Um nun die Endlage Tor zu verfeinern, drücken Sie mit Plus, bis Sie auf Fein zukommen. Um die Endlage Tor zu nun tiefer zu stellen, öffnen Sie den Wert, indem Sie P drücken und stellen Sie den Wert tiefer, indem Sie den mindern. Beispielsweise auf 10. Durch Drücken der P-Taste speichern Sie den Wert. Durch Plus und Minus kommen Sie nun aus dem Menü wieder raus, gelangen in die Betriebsart Diagnose und können durch die P-Taste wieder auf Automatik springen. Da die Endlagen nun neu eingelernt wurden bzw. verfeinert wurden, benötigt die Toranlage eine erneute Lernfahrt.